Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vor dem Spähposten. So, war das eine Aufnahme, oder? Wir sind Zelda gefolgt und es war gar nicht Zelda, sondern genau wie damals, auch bei Sonja, hat Ganondorf eine Marionette benutzt, um uns zu täuschen. Es ist mir aufgefallen, müsst ihr zugeben, ich habe frühzeitig schon gesagt, die ist komisch, Wobei dieses traurig gucken hat mich ein wenig berührt, aber gut, man darf nicht vergessen, dass auch die Jäger schon mal Zelda nahezu perfekt imitiert haben, zumindest vom Aussehen her. Wie dem auch sei, so viel dazu. Wir haben aber herausgefunden, und das ist vermutlich das Wichtigste, was Riju gesagt hat, Ganondorf hat noch nicht seine vollständige Macht erlangt, denn, Trommelwirbel, er hat den offenen Kampf nicht gewagt gegen uns und die Weisen. Dementsprechend besteht vielleicht noch die Chance, ihn aufzuhalten. Und genau darüber wollen wir uns jetzt mit den Weisen und natürlich auch der guten Pura beratschlagen. Lol. Okay, die Musik läuft wieder, alles ein wenig entspannter. Was ein heftiger Einschub. Gleichzeitig muss ich euch gestehen, dass ich immer noch darüber nachdenke, eine etwas längere Pause einzulegen. Ich habe ja jetzt schon eine Woche Pause gemacht vor der letzten Aufnahme. Aber ich habe mal geguckt, ich habe tatsächlich noch 60 Videos im Vorrat. Ich will euch da auch gar nicht angaukeln oder auf den Arm nehmen oder sowas. Ich habe noch derbe viele Videos auf Vorrat. Sprich, im Nachhinein, umso mehr ich aufnehme, desto später kann ich eure Kommentare lesen und das ist sehr schade, weil ich würde schon auch gerne, ich will auf die Kommentare eingehen. Kein Konjunktiv, ich will. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob ich einfach jetzt noch ein Spiel aufnehme und zwischenschiebe. Aber dann rutscht nachher Zelda auch zu weit in die Vergangenheit und ich weiß das alles nachher nicht mehr. Wobei, Kresser, das Spiel so geil ist, das wird nicht passieren. Manchmal befinden sich Erzbrocken in Brunnen. Ich denke dann immer, man könnte reich werden, wenn man sich kostbare Stückchen aus dem Stein herausbricht. Aber ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Ich habe noch ein paar Brunnen gefunden. Vielen Dank. Jetzt weiß ich von 3 weiteren Brunnen. Also hier sind nochmal 30 Rubine. So, danke für die Information. Es sollte aber noch 2 weitere Brunnen geben. Sie sind nur meistens bei Siedlungen und an Stellen. In Ruinen gibt es auch welche. Die alten Brunnen haben einen ganz besonderen Charme. Wenn du irgendwelche findest, komm wieder zu mir. 2. Das ist eine gute Quote. Also, da bin ich mir zufrieden. 2. 2, 2, 2, das muss ich mir aufschreiben, ne? 2 Brunnen fehlen uns. So, spannende Frage. Gehen wir erst, wir schlafen erstmal. Wir müssen erstmal verdauen, was da auf Schloss Hyrule passiert ist. Und ihr habt es ja schon gesagt, ganz kurz hatte ich die Angst, dass wir uns schon im finalen Bosskampf befinden. Aber das wäre überraschend gewesen. Und dagegen spricht, das habe ich ja auch schon gesagt beim letzten Mal, dagegen spricht natürlich, dass wir immer noch nicht in der Ruine waren, die in Kakariko in der Luft schwebt. Puh! Ich bin extremst gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oh Mann, ich würde das Spiel so gerne mit euch durchspielen, aber gleichzeitig spiele ich zu viel oder ich habe zu viel gespielt. Aber andererseits ist das Spiel mit 200 Videos, wir haben ja inzwischen, ich kann es euch ja genau sagen, wir sind jetzt gerade in Video 210. Und das ist nun mal mehr als ein halbes Jahr. Das ist halt heftig, ne? Und wenn ich jetzt jeden Tag 3 Videos aufnehme und ihr guckt am Tag 1, weil ich 1 veröffentliche, dann bin ich irgendwann ziemlich weit voraus. Naja, ich muss mir da nochmal Gedanken machen oder ob ich vielleicht einfach 2 oder 3-tägig nur noch Zelda spiele, ich weiß es noch nicht. Turm am Spähposten. Naja. Okay, ich bin gespannt. Riju? Ich bin froh, dass ihr wohlauf seid, Königin Riju. Na klar, was soll mir schon passieren? Du machst dir wie immer zu viele Sorgen. Mit ihren geilen Schwertern auf dem Rücken, ne? Mann. König Sidon, lasst mich eure Wunden verzorgen. Meine Flossen haben nicht die geringste Schramme.
Beschützt ihr auch fleißig den Spähposten oder kullert ihr hier nur die ganze Zeit Kieselchen? Natürlich sind wir fleißig. Wir kullern nur ganz selten mal. Oh, wie cool. Hier sind sie jetzt alle. Du bist aber groß geworden. Red nicht mit mir wie mit einem Kind. Diese Verletzung an seinen Flügeln. Man kann sehen, was er durchgemacht hat. Gut gekämpft, Tulin. Und der echte Adlerbogen. Muss ich nochmal betonen. Denk dran. Leere Köche auf dem Rücken. Okay. Unsere Weisen sind versammelt. Wie geht es weiter? Ja. Schön, dich wiederzusehen. Sieht aus, als hättest du einiges durchgemacht. Tut mir leid, dir keine Verschnaufpause zu geben, aber könntest du uns sofort allen berichten, was da oben passiert ist? Oh, ja. Verstehe. Ich glaube, damit steht einiges fest. Was ihr im Schloss gesehen habt, war der Dämonenkönig, von dem in der Legende des Versiegelungskriegs die Rede ist. Und die Prinzessin, die in den verschiedenen Gebieten gesichtet wurde, war eine Fälschung. Sie erschien nur deshalb in Schloss Hyrule, weil der Dämonenkönig Link dorthin locken wollte. Ich wusste gleich, dass etwas nicht stimmt. Wenn das die echte Zelda gewesen wäre, dann wäre sie längst dabei, Hyrule zu retten. Der Kataklysmus, die seltsamen Phänomene, die falsche Prinzessin, all das hat mit der Rückkehr des Dämonenkönigs zu tun. Die wahre Zelda war also die ganze Zeit gar nicht da, sondern in der fernen Vergangenheit. So wie wir es in den Visionen gesehen haben? Davon ist auszugehen. Und sie scheint dort in der Vergangenheit irgendeinen Plan geschmiedet zu haben, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja, ein jeder unserer Ahnen legte vor Zelda ein Gelübde ab. Im Fall der Rückkehr des Dämonenkönigs sollte je einer ihrer Nachfahren als Weiser erwachen und Link zur Seite stehen. Ich wünschte, wir wüssten, was Zelda in der Vergangenheit noch unternommen hat. Wenn sie nur hier wäre, um an unserer Seite zu kämpfen. Wir wissen nicht mal, wer dieser Ganondorf eigentlich ist. Außer halt, dass er sehr stark und sehr böse ist. Was sollen wir nur tun? Nach dem, was ihr gesagt habt, scheint es so, als hätte die Prinzessin gewusst, dass der Dämonenkönig wiederkehren würde. Logisch, sie kommt ja auch aus der Gegenwart, wo er zurückgekehrt ist. Und in Erwartung dieses Ereignisses hat sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Das heißt, in unserer Zeit muss es noch irgendwelche Spuren geben, von denen wir bislang nichts wissen. Du hast vollkommen recht. Wir sollten jetzt die Flossen nicht in den Schoß legen, sondern stattdessen nach einer Lösung suchen. Naja, aber ohne Anhaltspunkte wird sich das schwierig gestalten. Warte mal. Ihr habt doch gesagt, dass in diesem Versiegelungskrieg König Rauru und die sechs Weisen gekämpft haben, oder? Wind, Feuer, Wasser, Donner. Die Prinzessin wurde zur Weisen der Zeit. Ich verstehe. Wie, was, worum geht's? Ja, es muss noch jemanden geben. Minero. Bingo. Es gibt einen weiteren Weisen. Das wird uns sicher irgendwie weiterbringen. Es dürfte sich jedenfalls lohnen, nach dieser Person zu suchen. Also ich habe schon... ich war schon oben auf so einer ganz gruseligen Insel. Überall Gewitter. Und naja, da habe ich dann so einen Tempel gefunden und da war so ein Ding. Das Ding hat mich in einen anderen Tempel geführt, dann in den Untergrund. Da war dann auf meinem Pura-Pad Minero, die Schwester von König Rauru. Die hat dann gesagt, ich brauche ein Konstrukt, damit ich wieder lebe. Dann habe ich das Konstrukt zusammengebaut, bin mit ihr zum Geistertempel gegangen, um da dann ihre wahre Macht zu übertragen auf dieses Konstrukt. Und jetzt habe ich sie bei mir. Wie bitte? Du hast den fünften Weisen bereits aufgestöbert? Und es handelt sich um eine Sie, Minero, die Weise des Geistes? Ja, ich habe sie im Geistertempel geholt. Und das Masterschwert habe ich aus dem Kopf des weißen Drachens gezogen, der übrigens Zelda ist. So am Rande. Was? Du hast das Masterschwert auch bereits in deinem Besitz? Wieso erzählst du uns das erst jetzt? Hieß es nicht mal, das Masterschwert wäre wie vom Erdboden verschluckt? Du hast großartige Arbeit geleistet, Link. Doch wer hätte gedacht, dass Zelda in jener Vergangenheit nur ein Ziel hatte?
das Masterschwert neu zu erschaffen, auf das es uns alle als Trumpf im Kampf gegen den Dämonenkönig diene. Prinzessin Zelda, ganz allein in einer fremden Zeit und das alles nur, um uns zu helfen. Gar nicht auszudenken, wie stark ihre Entschlossenheit gewesen sein muss, um dies auf sich zu nehmen. Ja. Es liegt nun an dir, die Chance zu nutzen, die wir Prinzessin Zelda zu verdanken haben. Ja, wir alle müssen unser Bestes geben, damit ihre Bemühungen nicht umsonst waren. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt gilt es, den Dämonenkönig in seine Schranken zu weisen. Link, da unser Sieg mit dir stehen oder fallen wird, wirst du entscheiden, wann wir in die Schlacht ziehen. Ihr anderen solltet euch bis dahin in eure Heimat begeben und der Entscheidungsschlacht harren. Sobald Link gegen den Dämonenkönig ins Feld zieht, werde ich euch unverzüglich benachrichtigen. Auf dass wir der Hoffnung gerecht werden, die Prinzessin Zelda in uns alle gesetzt hat. Finde den fünften Weisen. Geschafft. Katschika. Damit solltest du nun bestens auf die Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Wir können wohl davon ausgehen, dass er sich nicht mehr in Schloss Hyrule aufhält. Mir fällt kein Ort auf der Oberfläche ein, an dem wir nach ihm suchen könnten. Das ist es, der Untergrund. Was meinst du, wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass er sich im Untergrund aufhält? Es bleibt natürlich dir überlassen, aber es könnte empfehlenswert sein, dich bei Joscha zu erkundigen. Joscha hat den Untergrund erforscht. Vielleicht weiß sie etwas. Was? Ja, also unter Schloss Hyrule ist eine ganz gruselige Höhle. Wie, der Dämonenkönig befindet sich in den tiefsten Tiefen des Untergrundes unter Schloss Hyrule? Das muss ich erstmal sacken lassen. Wie so oft bist du mir ein oder zwei Schritte voraus. Und erst deine Gelassenheit... Wenn doch der Untergrund voller unbekannter Kreaturen und Miasma ist, kaum vorzustellen, welche Schwierigkeiten und Gefahren du dich ausgesetzt hast, und dennoch hast du die Erkundung erfolgreich zu Ende gebracht. Ich danke dir, von Herzen. Joscha hat sich bestimmt als sehr fähig erwiesen, oder? Sie hat rund um die Uhr Informationen gesammelt, weil sie dir auf jede mögliche Art helfen wollte. Du solltest dich persönlich bei ihr bedanken. Damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Auf geht's in die tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule. Ich werde es die Weisen natürlich sofort wissen lassen, wenn du zum Dämonenkönig aufbrichst. Die Prinzessin hat all ihre Hoffnungen auf diese Konfrontation gesetzt. Katschika! Zeig dem Dämonenkönig, wozu du in der Lage bist. Katschika! What? Wind, Feuer, Wasser, Donner und Geist. Die fünf Weisen wurden erweckt und haben dir ihre Kräfte verliehen. Außerdem hast du während deiner Erkundung des Untergrunds herausfinden können, wo sich der Dämonenkönig befindet. Begib dich in den tiefsten Untergrund von Schloss Hyrule und halte Dämonenkönig Ganondorf auf. Du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Du fühlst dich bestimmt schlecht, weil wir noch nicht wissen, wo Prinzessin Zelda ist, oder? Naja, das hängt bestimmt mit den Tiefen zusammen. Wir schaffen das. Also ich gehe jetzt los und wollte Ganondorf bekämpfen und vorher wollte ich dir ja sagen, dass Direktorin Pura gesagt hat, dass du fantastisch mitgeholfen hast. Direktorin Pura hat meine Arbeit gelobt? Sie hat gesagt, dass du den Dämonenkönig nur wegen meiner Untergrundforschung gefunden hast, wirklich? Moment mal, der Dämonenkönig? Meinst du das ganz wörtlich? Der König aller Dämonen? Wahnsinn, der Dämonenkönig! Also wenn irgendjemand weiß, was mit Prinzessin Zelda geschehen ist, dann er. Ich wollte so gern bei der Suche helfen, aber ich bin ja noch so jung und durfte nicht in den Untergrund. Also habe ich die ganze Zeit von hier aus den Untergrund erforscht und am Ende hat es sich tatsächlich ausgezahlt. Ach, fühlt sich das gut an. Danke, dass du mir das erzählt hast, Herr Ritter. Ja, Leute, gehen wir jetzt Ganondorf verprügeln? Entschuldigung, es ist eine komische Wortwahl, ich weiß, aber gehen wir jetzt den verprügeln? Ha ha ha!
Ich fürchte schon. Ja. Alles andere, wir könnten jetzt die ganze Erkundung zwischenschieben. Wir könnten jetzt sagen, hey, wir machen jetzt einen Hardcut und ich erkunde erst, ich suche erst die fehlenden Brunnen und, aber... So hundertprozentig zufriedenstellend wäre das auch nicht, oder? Ja, wir gehen Ganondorf bekämpfen. Ist das jetzt das Finale? Ich weiß es nicht. Bei gutem Wetter fühlt sich gleich jeder besser. Was kann ich für dich tun? Ich möchte ganz gerne Desert abholen. Na, in Ordnung. Warte kurz. Ich hole Hope zurück und lass Desert herbringen. Danke, dass du gewartet hast. Pass gut auf dich auf. Ach, guck mal, jetzt steht hier auch eine Wache der Gerudo, wie cool. Savota, ich habe gehört, dass mein Prinzessin Zelda ein Schloss Hyrule leider nicht gefunden hat. Aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich halte hier Wache, damit sich Reisende wie du keine Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Also los, gib auch du dein Bestes, um deinen Auftrag zu erfüllen. Okay. Mach ich. Wärter Link, bitte schaut. All diese Gerudos sind gekommen, um sich den Wachen beim Spähposten anzuschließen. Ist das zu glauben? Zusammen mit diesen Gerudo haben wir ja eine enorme Schlagkraft. Hurra, jetzt brauchen wir keine Gegner zu fürchten. Es gibt hier nicht viele Monster, dafür wurden aber mysteriöse Löcher entdeckt. Okay. Ich will jetzt auch nicht überstürzt in den Kampf mit Ganondorf reingehen, aber... Ja, wir könnten... Wir können noch was kochen. Das fällt mir gerade ein. Wir könnten noch was kochen, dass wir von der Ausrüstung her gut vorbereitet sind. Wir werden natürlich noch alle Krog sammeln, die Brunnen sammeln, die Schilder aufstellen. Das wird ein Riesenspaß. Weil es da ja keine ordentlichen Kartenmarkierungen gibt. Die Zelte sind weg. Das ist natürlich blöd. Wie viele volle Heilungen brauchen wir? 3? Realistisch gesehen jetzt? Wir sind ja schon echt gut. Ja, wir hauen mal rein. Seid ihr bereit? Ich überlege die ganze Zeit, ob wir später erst weiterspielen sollen und jetzt spiele ich mit dem Gedanken, dass wir zu Ganondorf gehen. Ja, aber auch der Untergrund hat seine Finsternis zumindest teilweise verloren und es sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Wir waren ja schon mal unterm Schloss Hyrule, aber so früh, dass damals der Bosskampf noch nicht verfügbar war, schätze ich mal, denn damals war da ja gar nichts. Da unten, da war nur dieser gruselige, dieser Stiel, auf dem Schloss Hyrule draufsteht aktuell. Da nochmal genau der Eingang. Da ist eine Lichtwurzel. Ja, und ihr merkt, ich versuche immer noch auf die Schnellreisen zu verzichten. Ne? Wir können gerne mal eben... Wir hätten jetzt auch von oben runterspringen können, von Schloss Hyrule aus. Das fände ich aber irgendwie lame. Jetzt hier nochmal lang zu laufen durch den Untergrund hat was. Wir machen es einfach. Come on.
Das heißt, es ist sehr interessant, dass wir jetzt erst die Aufgabe bekommen hätten, A, das Master Sword zu holen und B, Minero zu finden. Aber wir können natürlich jetzt gerne auch für den bevorstehenden Kampf... Schon beinahe unfair, ne? Der arme Ganon. Bin ich blind? Irgendwie schon, ne? Kommt man hier nicht rein? Also es ist schon sehr viele. Okay, kann ich denn bautomatikmäßig einen... Weiß ich Bescheid. Senkrecht Starter mit Krog. Wir sind doch damals auch von da aus hier hingelaufen, richtig? Es muss einen Eingang geben. Aber wo? Ich weiß, es war jetzt auch ein sehr schlechter Versuch, aber... Da ist kein Eingang. Ja gut, dann gehen wir einmal nach oben. Und gehen dann eben den klassischen Weg und springen von oben runter. Gut, war ja nur ein Versuch. Aber ich könnte schwören, sind wir damals nicht da rausgelaufen? Oder habe ich mich von da weg teleportiert, weil ich Angst hatte? Vor den Leunen. Da waren ja Leunen und was weiß ich nicht alles. Ich dachte, wir wären damals komplett rausgelaufen. Ja, ich würde dann auf jeden Fall vor der nächsten Aufnahme anfangen, die ganzen... Krogs zu markieren, ne? Die Krogs, die Brunnen, die Schilder. Uns fehlt ja auch noch ein... Hier, wie heißt das nochmal? Muss es denn jetzt gewittern? Holz. Scheiße. Ich dachte, hier würde es nicht regnen. Okay, schon verstanden. Ich weiß, mit dem Helm von den Gerudo müssen wir keine Angst haben vor dem Gewitter, aber dann lieber so. Wie heißen die denn nochmal hier, diese Symbole der Weisen? Ihr wisst schon, womit wir unsere Verbindung zu den Weisen stärken können. Davon fehlen ja auch noch zwei Stück. Die unglaublich schwer zu finden sein werden.
1, 2, 3, 4, 5. Eieieiei. Wenn man deren Fähigkeiten alle bei dem Kampf braucht, gegen den Dämonenkönig, dann wird das aber ein Riesenspaß. So hatte ich das jetzt verstanden, dass wir hier einfach nur runterspringen müssen. Es ist mindestens so unheimlich wie damals, als wir hier waren. Wir waren immer noch nicht in der Ruine in Kakariko. Okay, oder auch nicht. Vernichte Ganondorf. Ja, ist natürlich logisch, dass ich jetzt mit Yunobo einmal dagegen fahre. Der Questmarker zeigt schon hier hin. Okay, ich habe noch eine Theorie, aber das wäre absurd. Oh mein Gott. Es geht noch weiter runter. Es ist noch tiefer als Schloss Hyrule. Okay, jetzt bin ich zu tief, oder? Scheiße. Jo, hier waren wir damals. Jo, alles klar. Leune, den Kampf machen wir. Nur noch 188 Pfeile. Ich habe nur noch 88 Pfeile, das ist nicht viel. Thank you.
gar kein Problem. Oh je, das waren schön viele Pfeile. Okay. Leune besiegt. Ich will immer, wenn wir die Zwischensequenzen starten, schon mit dem Master Sword reingehen, versteht ihr? Deswegen... Okay, das macht jetzt auch Sinn. Diese ganze Anlage hier auf der Karte, das hier, was ich schon die ganze Zeit gesehen habe, ist unter dem hier. Sieht man ja auch. Deswegen kam ich da auch nicht durch. Macht vollkommen Sinn. Da muss ich hoch, ne? Gegen wen wollt ihr unbedingt kämpfen? Ja, machen wir Bautomatik. Und machen einfach... Sollte gehen, oder? Ist wieder so typisch, ne? Ach, come on. Dass man das Holz auch kaputt schlägt, ne? Das ist ja wieder so, na gut, dann machen wir halt die Raketenrampe. Ich wollte hier mal was, ich wollte mal was Kreatives probieren. Gut, dann halt doch nicht. Weil die klappt immer. Bin ich hier denn jetzt richtig? Hier ist ein Gang. Bin ich hier damals durch? Nee, oder? Das ist auf jeden Fall alles so nau. Konstruktion hier. Hier geht's runter. Ach du Scheiße. Ich glaube, da muss ich hin, ne? Leute, wir gehen erstmal geradeaus. Hab ich das hier freigesprengt? Ich war mir echt sicher, dass ich damals hier rausgegangen bin. Habe ich mich echt rausteleportiert? Ja, Videobeweis hast du. Hier geht's ja weit runter. Die Macht der Weisen kann diesen Ort nicht erreichen. Das ist ein Witz, oder? Leute. Das kann ich auch. Ich
Okay. Was ist das hier? War das damals nicht zugänglich oder bin ich hier wirklich abgehauen? Ich kann mich nicht... Scheinbar kann ich mich nicht richtig erinnern. Ja, jetzt haben wir doch ordentlich mir erstmal Schaden schon gekriegt, ne? Machen wir anders, dann müssen wir doch ordentlich Sonnenfleckchen reinhauen. Ist noch ein silberner Moblin. Ja, sehr schön. 12. Das ist ordentlich. Kommt er? Das ist ja krass. Ja, und drauf. Gar kein Problem. Tja, wenn der wüsste, ne? Wir kommen. Wir kommen. Werfen den mal weg, der ist ja schon angeknackselt und nehmen den mal. Und hier waren mal normale Gänge. Das ist ja alles hier von ihm, oder? Diese ganzen Wurzelstränge. Aber sind das nicht Lichtwurzeln? Die verseucht sind vom Miasma? Wenn ich jetzt drüber laufe, bekomme ich doch Miasma-Schaden, richtig? Ja. Das ist aber krass, weil ich dachte, wir springen da runter und da unten sind wir unten. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch weiter runter geht. Junge. Ciao. Es geht noch weiter runter. Eine Kiste. Okay. Leute, Leute, was passiert hier gerade? Wir müssen noch mehr machen gegen Miasma. Und der Misch war ja super, ne? Okay. Aber dass die Weisen uns jetzt nicht helfen können, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Vergessene Grundfesten. Was zum... Oh. Oh, no way, die Musik. Okay, wir nehmen mal das Master Sword. Die Musik.
vor. Ohne Schild ist schwer. Hier sind wieder die Statuen. Der Rauhu. Okay. Aber wo ist denn der Ort, in dem wir oder an dem wir mit Zelda gewesen sind? Da, wo die Mumie lag. Gehen wir da jetzt gerade hin? Ist das jetzt ein anderer Zugang zu dem Ort? Ja, oder? Wir sind doch genau da, richtig? Oder? Korrigiert mich jetzt. Moment mal. Ja! Ja! Wir sind genau da! Hier waren wir mit Zelda! Seht ihr's? Die Tür. Zeldas Bilder. Das war hier die Tür. Irgendeine Tür. Und hier. Rauru und Sonja. Der Dämonenkönig. Mit seiner Armee von Dämonen. Da ist es. Die Weisen, also die Mysteriensteine. Rauru und die Mysteriensteine. Rauru und Sonja. Die Ermordung von Sonja und der Diebstahl des Mysteriensteins. Die Geburt des Dämonenkönigs. Der Angriff des Dämonenkönigs. Wie geht's weiter? Der Versiegelungskrieg? Zelda rekonstruiert das Master Sword. Und wird zum Drachen. Aber jetzt die spannende Frage. Damals konnten wir es ja nicht freilegen. Wisst ihr noch, wir hatten ja keinen Sprengstoff dabei. Das hier wurde ja von den Sonau in der Vergangenheit angelegt. Woher wussten sie, was mit Zelda passiert, wenn sie es selber ja nicht wusste? Zelda reist in die Vergangenheit, als es das vollständige Master Sword noch nicht gab. Versteht ihr? Sie hat miterlebt, wie wir den Dämonenkönig beim Auferstehen gesehen haben, eben die Mumie. Dann hat sie auch gesehen, wie das Master Sword zerstört wird. Aber, dass sie zum Drachen wird, kann man unmöglich gewusst haben, als dieses Gewölbe hier angelegt wurde. Es sei denn, wir befinden uns in einem ewigen Kreislauf. Versteht ihr, was ich meine? Als das Gewölbe hier gemacht wurde, während des Versiegelungskrieges, dann war das ja zu dieser Zeit hier. Von diesem Wandbild. Woher wussten die damals, was geschehen würde, wenn Zelda es selber aus der Gegenwart ja nicht wusste. Zelda wusste ja nicht, dass sie zum Drachen wird. Oh, es ist sogar richtig schön dreidimensional gemacht. Seht euch das mal an. Das Master Sword. Die Ermordung von Sonja.
Krass. Und damals waren auch diese ganzen Wurzeln noch nicht da. Scheiße. Was ist, wenn ich Luxuswild nehme? Das ist heftig. Wir sind also genau da, wo wir damals mit Zelda waren. Das heißt, vorne kommt der Ort. Jetzt kommen wir genau dorthin, wo wir die Mumie gefunden haben. Es ist der gleiche Gang. Ja. Siegelstätte. Mit der Musik auch, wow. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen hier ein Ende der Aufnahme. Denn, oh, die Musik! Wow! Wir machen hier nochmal einen Cut tatsächlich. Und wie alles kaputt gerissen ist. Denn was auch immer uns da unten erwartet, reicht, um eine Aufnahme zu füllen. Da bin ich mir ganz sicher. In der nächsten Aufnahme werden wir hinunterspringen in die Versiegelungsstätte und wir werden dem Dämonenkönig gegenübertreten. Dem Ursprung von allem, der Verheerung Ganon, das aus Breath of the Wild. Und auch gleichzeitig der Verheerung, die uns jetzt erneut in Form des Miasmas und des Phantoms heimsucht. Ich bin extremst gespannt. Ich werde es jetzt auch direkt hinterher spielen. Für euch geht es dann erst morgen leider weiter. Aber ich möchte jetzt nicht nach 50 Minuten jetzt hier in die letzten Minuten noch das reinquetschen. Also ein besseres Ende als eine Rückkehr zu dem Ort, an dem alles begann, am Anfang des Spiels. Ein besseres Ende oder ein besseres Finale hätte man nicht wählen können. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was mit dieser Ruine in Kakariko ist. Beziehungsweise habe ich auch keine Ahnung, ob das richtig ist, dass wir jetzt schon hier sind. Weil wir haben immerhin noch eine zweite Hauptaufgabe und die heißt die Suche nach Zelda. Aber sie hat kein Ziel und das hat ein Ziel. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind da, wo wir vor 200 und vor 209 Videos gewesen sind, nämlich im ersten Video. Und zwar vor der Versiegelungsstätte. Damals wussten wir es nicht, jetzt wissen wir es. Und es ist auch niedergeschrieben, was geschehen würde, bis zum Drachen. Oder man hat das hier angelegt, nachdem Zelda zum Drachen wurde. Das kann auch sein. Dann stimmt natürlich nicht, was ich gesagt habe. Theorie. Diese Wandtafeln wurden angelegt, als Zelda ein Drache war und das Ritual durchgeführt hat. Klar, dann macht das Sinn. Oder sie wurden nach und nach angelegt. Rauru kommt hinunter vom Himmel, trifft die Hylianer und bringt die Mysteriensteine scheinbar schon mit. Er vermählt sich mit Sonja, der hylianischen Königin, und gemeinsam bilden sie die Königsfamilie. Ich wiederhole mich jetzt nochmal. Der Gerudo Ganondorf ermordet Sonja, die Königin von Hyrule, um ihren Mysterienstein zu erbeuten, verwandelt sich damit zum Dämonenkönig und erschafft den Blutmond,
mit dessen Hilfe er immer wieder Monster auferstehen lassen kann, um ganz Hyrule zu erobern, zu terrorisieren, nennt es wie ihr wollt. Beim Versiegelungskrieg kämpft Rauru mit seinen Weisen gegen den Dämonenkönig, den ehemaligen Ganondorf, und bekommt vorher noch von seiner Weise der Zeit, Zelda, gesagt, dass er den Kampf verlieren wird. Denn sie kommt aus der Zukunft und weiß, dass er es nicht schaffen wird. Er akzeptiert sein Schicksal und ist bereit, sich zu opfern. Die Weisen schaffen es nicht, Ganondorf, den Dämonenkönig, zu besiegen, sondern schaffen es nur, ihn zu versiegeln. Und zwar, indem Rauru sich opfert und ihn mit seinem Mysterienstein fest brennt. Zelda weiß, dass Ganondorf in der Zukunft wieder auferstehen wird, der Dämonenkönig, da sie es ja selber miterlebt hat, bevor sie in die Vergangenheit gereist ist. Deswegen weiß sie, dass sie Link in der Gegenwart etwas geben muss, mit dem er in der Lage ist, Ganon oder den Dämonenkönig zu bekämpfen. Und das Masterschwert hat versagt, es ist zerbrochen. Deswegen führt sie das Ritual des Drachen durch, ein verbotenes Ritual, in dem sie das Masterschwert mit göttlicher Macht erfüllt. Die Konsequenz ist, dass sie ihre Seele, ihr Dasein verliert und für immer als Drache durch die Himmel schwebt. Aber auf der anderen Seite hat es auch funktioniert, denn wir haben das Masterschwert erhalten. Und es ist Miasma-Fest. Puh, also. Und beim nächsten Mal werden wir in die Versiegelungskammer gehen und Ganondorf gegenübertreten. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich verspreche euch, die nächste Aufnahme ist nicht das Finale im Sinne von Abschluss des Projektes, denn wir werden auf jeden Fall noch die Krog sammeln, die Brunnen sammeln, die Schilder aufstellen, Hyrule fertig erkunden, die Aufgaben abgleichen, ob uns keine Aufgaben fehlen und so sicherstellen, dass wir das Spiel zu 100% abgeschlossen haben. Und auch diese Verstärkungssymbole der Weisen, wovon noch zwei fehlen. Auch die würde ich gerne holen, wird natürlich eine große Sucherei, weil wir wahrscheinlich 6x4 oder 5x4? 1, 2, 3, 4, 5. 5x4, 20 Orte ablaufen müssen. Dann ist es aber so. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit dem Finale der Haupthandlung. Zumindest schätze ich mal, dass es so sein wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, und im Untergrund. Ein Schatz fehlt noch und noch ein paar Bosskämpfe. Gegen den Boss der Gerudo. Nicht vergessen. Ciao.